Wir stehen in dem Schutzbau über dem Heidenloch. Wir warten auf Archäologen, auf Wissenschaftler. Sie machen eine Expedition in das Heidenloch hinein und haben im Gepäck eine Kameraausrüstung, die etwas ganz Spezielles heute aufnehmen wird. Und wir laden Sie dazu ein, dabei zu sein bei dieser speziellen Reise. Der Heiligenberg selbst ist etwas ganz Besonderes. Er ist das wichtigste archäologische Denkmal, was wir im Stadtgebiet von Heidelberg, ja sogar in ganz Nordbaden haben. Und neben den großen Klosterruinen ist es besonders dieser 50 Meter tiefe Schacht in das Gestein, der seit Jahrhunderten den Menschen Fragen aufgegeben hat. Das begann bei Legenden und Mythen, die von einer Gans erzählten, die hier in den Schacht fiel und die bei Kloster Neuburg wieder herauskam. Das ging über einen Teufel, der da unten gesessen haben soll, bis hin zu Literaten wie Victor Hugo, der den mystischen Ort des Heidenloches beschrieben hat in seinem Roman. Und für die Wissenschaft heute, für uns moderne Archäologen, stellt der Schacht ebenfalls etwas Rätselhaftes dar. Denn wir wissen nicht genau, wer ihn warum erbaut hat. Um das genauer herausfinden zu können, haben wir uns entschlossen, in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege eine Dokumentation des Heidenloches vorzunehmen, die darauf abzielt, mit Hilfe moderner Vermessungsmethoden einen 3D-Scan anzufertigen, um eben vielleicht anhand von Bearbeitungsspuren herausfinden zu können, wer und wann den Schacht errichtet hat. Wir wissen auf jeden Fall, dass er im 14. Jahrhundert schon existiert haben muss, weil die Funde, die wir aus dem Brunnen kennen, die in den 30er Jahren und in den 80er Jahren zutage gefördert wurden, aus dem Spätmittelalter stammen, genauer aus der Zeit der Bauernkriege. Und im 17. Jahrhundert wurde er auch als Brunnen erwähnt. Ja, wir gehen ja nicht selber ins Heidenloch rein, sondern wir lassen eine Art Kameraschlitten herunter, der mit 6 Kameras ausgestattet ist. Die Methode selbst setzen wir schon seit Jahren in der archäologischen Dokumentation sehr erfolgreich ein, aber es ist das erste Mal, dass wir versuchen, einen so tiefen Schacht mit dieser Methode aufzunehmen. Eine andere Herausforderung ist natürlich Sicherheitstechnik. Man muss natürlich gucken, dass alle Leute, die oben am Schachtmundloch arbeiten, entsprechend gesichert sind. Und dann ist eigentlich die Schwierigkeit, diesen Kameraschlitten so zu bauen und mit Licht auszustatten, dass die Bildqualität ausreichend für das fotogrammetrische Verfahren ist. Bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts war das Heidenloch bis auf 6 Meter unter heutiger Oberfläche verfüllt. In den 30er Jahren hat man erstmals diesen ganzen Schacht ausgehoben und war erstaunt, dass er über 50 Meter tief ist. Ganz unten stießen die Ausgräber auf einen steinernen Ausbau, einen Brunnenschacht. Um zu schauen, ob tatsächlich diese Brunnenummantelung der unterste Teil des Schachtes war, hat man diese Steine geborgen. In den 80er Jahren kamen dann Archäologen und haben diese Steine zum zweiten Mal an die Oberfläche geholt. Und heute haben wir in einer 1:1 Rekonstruktion diese unterste Brunnenausmauerung im Kurpfälzischen Museum wieder rekonstruiert. Als man in den 30er Jahren den Brunnenschacht geräumt hat, wurden überwiegend Eisenmetallteile geborgen, bei denen es sich um Waffen und Rüstungselemente handelt, die wahrscheinlich in den Wirren der Bauernkriege des späten Mittelalters in diesem Schacht verlocht wurden. Neben einem Kettenhemd wurden auch ein sogenannter Panzerstecher geborgen, eine besonders dünne Stichwaffe, mit denen man solche Schutzhemden durchdringen konnte. Das Spannende an den 3D-Scans ist es, dass wir jetzt erstmals die Methode haben,
Details herauszufiltern, mit denen man die Konstruktionsweise des Heidenlochs näher beleuchten kann. Es sind vor allem die Dinge, die Details der bergmännischen Arbeit. Es ist so, dass wir mit dem SFM-Scan jetzt erstmals die Methoden besitzen, solche feinen Strukturen herauszufiltern. Und möglicherweise können wir auf diese Art und Weise auch das Baualter, die Entstehungszeit näher eingrenzen. Das Interessante ist, wenn wir uns die Felswände des Heidenlochs genauer betrachten, die Einarbeitungsspuren der Bergleute, die wir hier im Steinmaterial erkennen. Diese Spuren zeigen uns an, dass dort hölzerne Gerüste eingebaut worden sind mit vertikalen Hölzern und horizontalen Hölzern. Einzelne Zwischenetagen, die hier eine spätmittelalterliche Abbildung auch zeigen. Und die einzelnen Hölzer waren auch zusätzlich noch zur Verankerung in den Felsen eingetrieben. Hier sieht man die Spuren der einzelnen Balkenlöcher. Dies ist eine klassische Methode, die man seit dem 13. Jahrhundert angewendet hat, um sich in den Felsen vorzuarbeiten. Lange Zeit war umstritten, von wem das Heidenloch gebaut wurde. Man dachte an die Kelten, an die Römer. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass der Schacht von Mönchen des nahegelegenen Stephansklosters als Brunnen im 12. Jahrhundert errichtet wurde. Das Heidenloch bleibt ein großes Rätsel. Aber wir hoffen, dank der Kamerafahrt der Kollegen vom Landesamt für Denkmalpflege, diesem Rätsel auf die Spur zu kommen.